Hallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Heute ist der 7. April 2021 und das bedeutet, es gibt ein neues Update und es ist ein neues Pferd ins Spiel gekommen, nämlich ja, das Finnoros. Ja, ich glaube, wir haben uns schon alle drauf gefreut, hoffe ich doch. Also, ich habe mich schon ziemlich drauf gefreut. Ich bin super, 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 super gespannt, wie die jetzt alle, ja, wie die jetzt wohl aussehen werden. Und wir werden auf jeden Fall jetzt eins kaufen. Ja, ich freue mich schon total. Also, ich würde sagen, wir starten mit dem Video. So, okay, ihr Lieben, also ich bin jetzt hier schon in Fort Pinta und bin jetzt hier auf dem Weg auf der Suche nach dem Finros. Ist das das, was da schon steht? Ich glaube schon, das müsste das sein. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall eins kaufen und ich habe keine Ahnung, welches ich davon wohl nehmen werde. Ich finde dieses unglaublich süß. Ich habe es natürlich jetzt nicht so mit den Farben, aber wir können ja mal kurz schauen, was das Label so schreibt, welche Farben es gibt. Da haben wir einmal den Lichtfuchs, den Dunkelfuchs, den Rotfuchs, den Hellfuchs, den Palomino, den Apfelschimmel und den Rappen. Also aber viele Füchse. Ja, aber welche Farbe jetzt hier was ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Den bekommen wir auf jeden Fall ab Level 1. Er steht hier in Fort Pinta erstmal noch. Und ist sogar kältebeständig. Das finde ich immer ganz schön, weil da kann man nämlich auch ins Dinotal mit ihm. Da haben wir hier Stärke plus 4. Oh, süß. Oh, hallo. Das schaut mich so an. Ich glaube, das ist verliebt in mich. Ja. So, dann haben wir Disziplin plus 2 und wir haben Agilität plus 1. So, das lese ich jetzt erstmal hier nicht vor. Ihr könnt das Ganze ja euch selbst hier mal vorlesen, weil ich glaube, das dauert dann einfach auch viel zu lange, bis ich mir das Ganze hier so durchgelesen habe. Ihr könnt das ja einfach mal stoppen, das Video, wenn euch das jetzt hier interessiert. Ich werde es jetzt halt einfach mal weglassen, aber ihr seht, ich tue das mal so langsam durchblättern, da könnt ihr euch das ja selbst mal durchlesen. So. Okay, ich denke, das langt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch nach Fear Grove, denn ja, dort gibt es nämlich noch die anderen Farben. Wir haben nämlich ziemlich viele Farben im Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. ja, wie viele Farben waren denn das jetzt? Also hier ist schon mal die erste Farbe auf jeden Fall. Ich habe vorhin schon mal das Video gestartet, da ging der Transporter nicht. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. Gehen wir mal nach Fear Grove. Jetzt geht das wieder nicht. Doch, jetzt geht's. Ach, alles klar. Ich hatte nämlich ja schon das Video angefangen gehabt, bevor ich das Video gemacht habe. Und da ging der Transporter nicht. Da hat er mich auf einmal transportiert nach 5 Minuten oder so. Aber okay, jetzt hat es ja geklappt. Solange ich hier bin, ist alles gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo die Pferde stehen. Die rennen alle dahinter. Gut. Da haben wir hier auch gleich nämlich den Pferdefriseur, weil ich glaube nämlich, dass ich von hier aus Fear Grove einen Finros kaufen werde. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ah, ja, schön. Okay, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich mal. Ich steige, glaube ich, vom Pferd ab. Da können wir das alles viel, 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 viel besser sehen. Und da haben wir hier einmal den hier. Tja, wie gesagt. Also man kann auch Finnpferd dazu sagen. Tja, das ist halt jetzt die Frage, welche Farben das sind. Oh, das ist süß, wie das so seinen Kopf so hin und her schaukelt. Schaut mal. So, als ob das irgendwie komplett entspannt ist, dass wir uns das Pferd jetzt hier anschauen. Ja, die in Fear Grove, die sind ab Level 6. Also, ja, das in Fort Pinta ist ab Level 1. Das kann sich jeder holen. Und das hier, oder ja, die alle hier in Fear Grove, die sind ab Level 6. Das finde ich echt hübsch hier. Und hier steht irgendwie überhaupt niemand bei dem. Ja, das ist auf jeden Fall. Ach, das sieht so schön aus. Oh, meine Güte. Ah, ist das schön. Ach, ich liebe das. Ja, das ist, müsste so ein normaler Fuchs irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Fuchs, das weiß ich. Aber welcher Fuchs das jetzt nun sein soll, keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall schön aus mit dieser Blässe hier. Gefällt mir richtig gut. Ja, also ich finde es echt schwer, sich zu entscheiden. Also, was manche vielleicht nicht mögen, ist, dass diese Mähne hier so abgeschnitten ist. Ich mag das irgendwie. Keine Ahnung.
mir gefällt's halt. So, nee, ihr gehört nicht dazu. Okay, da haben wir hier. Ui, der ist schön. Ui, der ist schön. Ich hatte es in dem Spoiler war das. Oh mein Gott. Das ist wunderschön. Ich finde das so schön, dass diese hier schmale Blässe, ich weiß nicht, ich glaube schmale Blässe oder so müsste das hier sein. Oder Strich, ich habe keine Ahnung. Oh, das ist so süß. Es sagt so, hey, kauf mich. Ja, dass das hier so unterbrochen ist, das finde ich so schön irgendwie. Ja, ich weiß halt jetzt, oh, die Farben halt nicht. Ja, da haben wir hier eben doch diesen Verlauf drin. Das gefällt mir. Sie steht natürlich jetzt mitten im Weg. Okay, ich wollte sie gerade kurz ausblenden. Aber hier seht ihr auch diesen Verlauf. Also, mir gefällt dieser Farbverlauf total gut. So, hier haben wir diesen, ja, der gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das ist der Apfelschimmel. Ach, ich finde das süß, wie die den Kopf so hin und her wiegen. Ach, das ist so wie... Ach, ja, heute ist ein schöner Tag und ja, Abby schaut sich uns an und ja, kauf uns. Ja, so irgendwie. Ja, irgendwie so. So, ach Mensch, ist das schön. Ups, jetzt hat's gelenkt. Ja, aber mir gefällt ja der jetzt nicht so, also Apfelschimmel, ja. So, ja, mit den Rappen. Geh weg hier, weg. Ach, und nicht meine Mütze anknabbern. Oh, guck mal. Oh, ist das süß. Schaut mal. Es kuschelt. Oh, ich mag schwarze Pferde, aber ich wollte mir eigentlich... Oh, süß. Einfach nur süß. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Und der sieht auch so schön aus. Ja, ich, wie gesagt, welche Farbe ist das jetzt? Ist das jetzt ein Lichtfuchs? Ich weiß es nicht. Tja, keine Ahnung. Oh, ich kann mich echt nicht so wirklich entscheiden. Die sind alle so toll. Da haben wir jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Farben haben wir jetzt. Das war's, glaube ich, ne? Oh, ihr Lieben, ich kann mich echt nicht entscheiden. Muss ich ganz ehrlich sagen, der in Fort Pinder hat mir auch super gut gefallen. Aber mir gefällt halt auch der hier sehr gut, ne? Weil der hatte eben auch hier diesen Farbverlauf. Also, hier sieht man das. Okay, ich muss sagen, der hier erinnert mich so ein bisschen an Haflinge. Deswegen nehme ich den wahrscheinlich nicht. Ich denke, ich werde... Oh, welchen nehme ich denn, Mensch? Das ist so schwierig. Das ist der ganz normale Fuchs irgendwie. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, der steht hier so einsam irgendwie. Ich glaube, ich werde den kaufen. Der Arme, der steht so allein. Der schaut so. Jetzt ist er auch noch ganz traurig und lässt schon den Kopf hängen. Oh, möchtest du zu mir? Möchtest du zu mir? Ich möchte... Oh, bist du traurig? Komm, ich kauf dich, oder? Also ich werde, glaube ich, den hier nehmen. Wie gesagt, ab Level 6 sind die hier in Fort Pinder. Oh, wie süß. Ach, kommt. Ich werde ihn kaufen. So, okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir suchen mal einen wunderschönen Namen aus für dieses Pferd, was natürlich wie immer ein Hengst ist. Okay, dann suchen wir mal einen Namen aus. Genau. So, okay, alles klar, ihr Lieben. Ich habe einen Namen ausgesucht, Night Aura. Ich finde den Namen irgendwie ganz nett, weil er ist ja so ein bisschen ja dunkel und das erinnert mich so irgendwie an so eine Nacht und dass dann so eine Aura entsteht, weil Nacht ist oder ja, irgendwie meine Gedanken muss man, glaube ich, nicht verstehen. So, okay, ich würde sagen, wir nehmen den Namen Night Aura, genau. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir mal in den Heimatstall. So, okay, wir sind jetzt hier im Stall. Hier steht auch schon Night Aura. Wollen wir ihn erstmal hier knuddeln? Und oh ja, oh wie süß. Oh, ich freue mich so. Ah, Night Aura, du wunderschönes Geschöpf dieser Erde. Okay, Spaß. So, okay, ich würde sagen, ich suche mal hier kurz ein wunderschönes Outfit raus. Ups. Und dann sehen wir uns gleich draußen, wenn ich fertig bin. So, okay.
Ja, ich bin jetzt hier mit meinem wunderschönen Pferd ja, hier unten am Strand und ich wollte mal schauen und da kommt jemand ganz schnell angeritten. Sehr cool. So, okay, ich würde sagen, wir. Ach so, ich wollte sagen, ja, ich habe mal jetzt dieses Pferd, dieses Sattel und Dingens, Zaumzeug, ja, und so weiter halt. Ja, genommen, gefällt mir richtig gut, passt auch gut zu meinen Haaren und ich finde, dass. Ja, das ist ein guter Kontrast zu dem Pferd hier. Ich finde, das sieht hier vorne sehr wuchtig aus. Das hatte ich ja in dem Spoiler auch schon gesagt. Und in dem Spoiler haben einige gesagt, dass das Pferd die Animation vom Friesen hat. Ich weiß nicht, bin ich jetzt mal gespannt. Wir können ja mal schauen. Also wie gesagt, das ist jetzt schon mal hier der Schritt. Und machen wir mal den Traum. Also ihr seht, dass der Kopf schon ziemlich wuchtig ist. Könnte aber auch daran liegen, dass die Mähne hier so abschneidet, dass das vielleicht auch so eine Art optische Täuschung ist. Aber es sieht schon ziemlich wuchtig aus. Aber ich finde das Pferd richtig schön, ehrlich gesagt. Ja, so hier haben wir den Trab. Das sieht tatsächlich aus wie das vom Friesen. Hätten wir gerade mal vergleichen können, weil ich habe ja gerade den Friesen noch gehabt. Ja, das ist sieht aus wie vom Friesen tatsächlich. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber wenigstens ist die Animation im Stand, wenn es jetzt nichts macht. Nicht so wie beim Friesen. Ja, also ich glaube, das ist auch alles vom Friesen der Arbeitsgalopp. So, dann machen wir mal den etwas mittleren Galopp. Und mein Magen knurrt. Ich hoffe, man hört es nicht. Ja, so, das sieht halt so aus. Ja, also ich bin da jetzt nicht so... Also ich finde das alles okay. So, machen wir einfach mal den schnellen. Ja, so sieht das aus. Und den Sprung. Ich glaube, der Sprung... Ups, gehen wir jetzt mal hier ins Wasser. Ich glaube, der Sprung sieht auch so wie beim Friesen aus, oder? Ja, ich glaube schon. Sliding Stop. Okay, es ist so ähnlich. Ich glaube, ja, der Friese, der macht ja bei dem Sliding Stop noch so einen komischen... komischen Hopser irgendwie noch. Aber ich find's nicht schlecht. Wir machen mal noch das Steigen. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich die Animationen vom Friesen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt alles, ob ihr meint, dass das alles jetzt hier so vom Friesen ist oder eben nicht. Ja, also ich finde es in Ordnung. Also mir gefällt es halt. Ne? Machen wir mal das Rückwärtsgehen noch. Ich finde das immer schön, wenn das Rückwärtsgehen nicht ganz so lahmarschig ist, sag ich jetzt mal. Sondern dass es schon etwas schneller vorangeht, ja. Nö, also ich finde es in Ordnung. Ich würde sagen, wir schauen uns mal noch die Frisuren an. Weil da gibt es nämlich noch so eine Stehmähne. Aber ich glaube, ich finde die ja ganz okay. Und... Ach, wartet mal, ich wollte noch mal ganz kurz was schauen. Ja, also... Ja, das bewegt sich so ein bisschen. Ah, das finde ich auch okay. Ich finde, das muss ich gar nicht so doll bewegen. Ja, ich suche mal eben noch einen Pferdefriseur und dann schauen wir mal, ja, wie das dann halt aussieht. Genau. Nice. So, okay, ihr Lieben. Ja, ich bin jetzt hier beim Pferdefriseur in, bei Steves Farm. Und da schauen wir mal, ne, da sind natürlich die Standardmähen, die gibt es ja immer. Aber mit den Knöllchen hier, das finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich mache mal hier die Kamera anders. Ne, da ist hinten. Ja, ich finde das... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass hier hinten da nichts ist. Wenn ich jetzt die Knöllchen mache. Also ich finde, das sieht... Oh, das sieht süß. Oh, schaut mal. Das hat da vorne so ein schönes Abzeichen. Oh, das sieht man so überhaupt nicht. Das sieht richtig schön aus. Das hat man echt nicht gesehen. Also mir gefällt das echt gut. Mir gefällt das echt gut. Ich werde vielleicht sogar die Zöpfchen dann nehmen, weil dann sieht man nämlich auch dieses Abzeichen. Aber wir schauen mal noch die anderen an. Ja, aber das kennen wir ja hier bereits. Ist ja nichts Neues, das sind halt diese Standardmähen, die so ein bisschen veraltet aussehen. Und dann haben wir eben noch diese Mähne hier, diese Stehmähne. Aber da sehen wir leider das Abzeichen nicht von vorn, schade. Kann man so jetzt nicht gut erkennen. Ja, diese Stehmähne hier finde ich aber auch sehr schön. Aber ich weiß nicht, auch schade, dass man das dann vorne natürlich nicht sieht. Da würde ich diese Knötchen mal nehmen jetzt. Ja, dass man wenigstens auch das Abzeichen hier sieht.
So sieht das jetzt aus. Ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. Also mir gefällt es echt gut. Ja. Und da hat sie auch eins mit der Stehmähne. Ja, das auch so. Das ist einfach so schön, das Pferd. Ich liebe das Pferd. Ja, wie gesagt, das Abzeichen davon ist so schön. So, okay. Ich würde sagen, ja, also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn das Pferd findet. Also ich find's echt schön, muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream wieder, hoffe ich doch. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ab morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis bald, ihr Lieben.